Entgiftung und Entschlackung ist ein wesentlicher Teil der Aufrechterhaltung unserer Gesundheit. Denn wir sind von Umweltgiften umgeben und leiden alle unter Belastungen mit Toxinen, Schwermetallen und so weiter. Wie oft kümmerst du dich um die notwendige Entgiftung deines Körpers? Jede Woche? Jedes Monat? Zweimal im Jahr? Wie du deinen Körper laufend entgiften kannst, mit welchen täglichen Maßnahmen, das erklärt dir nun Dr. Petra Wichel, Fachärztin für Allgemeinmedizin sowie Chefärztin der Swiss Mountain Clinic. Mit ihr spricht Sören Schumann, Sportwissenschaftler sowie Ernährungs- und Gesundheitscoach. Neue spannende Videos gibt es bei uns mehrmals pro Woche. Abonnier doch unseren Kanal hier. Und bleibe informiert. Und jetzt viel Spaß bei folgendem Interviewausschnitt. Sagen wir mal so, der erste Schritt ist erstmal Wissen bzw. Bewusstsein. Und dann der zweite Schritt vielleicht mit diesem Wissen und Bewusstsein, was ich habe, erstmal die Belastung zu reduzieren. Das ist ja auch schon mal, das geht ja nicht an einem Tag, in einer Woche, vielleicht nicht mal in einem Monat, aber Stück für Stück. Auch gar nicht, einfach, ist auch gar nicht notwendig. Ja. Weil es braucht dich ja, Mensch. Und nimm dir doch die Zeit, dich einfach damit zu beschäftigen. Richtig. Und wenn man da, sage ich mal, auf diesem Weg ist, was sind denn aus deiner Sicht so die, wie kann man dann anfangen, wenn man diese ersten ein, zwei Schritte schon gegangen ist, was, natürlich ist es auch individuell, je nach Vorbelastung, hat der Amalgam im Kiefer, hat der Nico und so weiter und so fort, aber gibt es so eine kleine, so ein gewisses System, wo du sagst, da kann man erstmal nichts falsch machen mit diesen ersten Schritten. Ja, ja, ja. Das sind ja schon Dinge, die damit anfangen, dass ich weiß, was braucht mein Körper, damit er jeden Tag seine Hausaufgaben macht. Und das sind natürlich Dinge, dass ich schon sagen muss, bin schon erschrocken, manchmal wie wenig Menschen trinken, aber ohne Trinken geht es nicht. Ohne Trinken kann die Niere nichts rausbringen. Wenn ich morgens aufwache und sage erstmal, an Kaffeemaschine anmachen, einen Kaffee, den brauche ich, dann muss ich sagen, liebloser geht's gar nicht. Weil wenn ich morgens aufwache, dann nehme ich mir mal Öl in den Mund und ziehe das 10 Minuten durch die Zähne, egal welches, spuck das in ein Taschentuch und rein in den Papierkorb oder Mülleimer. Das ist so eine hohe Toxizität morgens, die Leber hat ja nachts gearbeitet. Hat damit schüttet das gerade Fettlösliche, schüttet sie in den Darm. Und das, was wasserlöslich sie vorbereitet hat, ist jetzt, da trampelt die Niere wie die Pferde mit den Hufen. Das will jetzt raus. Wenn du jetzt aufstehst und nur einen Kaffee erstmal trinkst, hast du diesen bewussten Zustand völlig blockiert. Das heißt, der Körper trans jetzt wieder zurück, er reintoxikiert. Und deshalb muss ich morgens aufstehen, dieses Ölziehen machen, weil ich damit auch aus der Mundschleimhaut unglaublich viel Toxine in den Speichel transferiere. Und dann putze ich mir kräftig die Zähne, kann auch die Zunge nochmal schaben und dann trinke ich einen halben Liter Wasser, vielleicht auch so ein bisschen mehr warmes, bitte, Wasser. Mein Körper hat eine Körpertemperatur, die Betriebstemperatur ist 36,8 bis 37,4, so 3. Und dann kann die Niere erstarken und hier rausbringen. Also erstmal fange ich bei dem ganz gesunden, natürlichen an. Wenn ich dann zum Beispiel abends noch ein paar Fußpflaster aufmache, das ist schon hochinteressant. Wir haben sehr viel Erfahrung, auch gerade bei Kindern. Dann werden sie sehen, wie auch die Füße als dritte Niere diesen Prozess mit beeinflussen. Das ist auch das Fußbad abends. Jetzt ist Winterzeit. Die Menschen gucken abends Fernsehen. Die machen einfach ein schönes Fußbad mit einem Basenbad. Sie müssen mal in der Apotheke, gibt es so Urinteststreifen. Gucken Sie, dass Sie mit diesem Bad auf 8,5 kommen, pH-Wert. Füße, das Blut hat einen pH-Wert von 7,4. Das geht nur nach außen. Das können Sie lokal machen mit den Füßen. Sie können auch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche so ein Basenbad machen. Da ist der pH-Wert dann ebenfalls 8,5 und bleiben darin mal so eine Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden vorher die Haut richtig durchmazerieren. Unsere wirklich kranken Patienten, die sagen immer, sie sind nächsten Tag wie neu geboren. Also es passiert was und unterschätzen Sie das bitte nicht.
richtig mit der Trockenbürste vorher, dass der Körper krebsrot ist und dann in dieses Basenbad. Heutzutage kann man da mal einen Film gucken, einen schönen Weihnachtsfilm oder gut Weihnachtsoratorium hören oder ich weiß doch nicht was. Aber es sind Dinge, ich muss schon Lust darauf haben, mir Gutes zu tun. Unterschätzen Sie nicht Infrarotsauna, unterschätzen Sie nicht Bewegung. Wenn ich nur im Sessel sitze oder jeden Tag am Computer und mich nicht bewege, kann ja mein System auch nicht die Aktivität Ihnen gewähren, die es einfach als Dynamik für das ganze Mikrozirkulärsystem braucht, um das, was es gelöst hat, auch rauszubringen. Und so sind es ganz einfache Dinge. Also einfach nur die Phase 1 in der Entgiftung nennt man das, die sich auf zellulärer Ebene abspielt. Das ist eine Giftungsphase, nicht eine Entgiftungsphase, eine Giftungsphase, weil in dieser Phase 1 hochtoxische Zwischenmetabolite entstehen. Die sind toxischer als das Ausgangsprodukt. Ein Beispiel: Paracetamol. Also vorsichtig mit Paracetamol bei Kindern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel viel Knoblauch esse oder Brokkoli oder Zwiebeln, dann bin ich dabei, auch Vitamin B6, das Glycin, gerade diese Phase 1 anzukurbeln und zu aktivieren. Johanniskraut, was ich nehme für Depression, ist hier sehr glycinhaltig und wirkt sehr aktiv anregend. Oder auch Gemüse, habe ich gesagt, Brokkoli, was habe ich noch geschrieben? Artemisin, der Bärlappen. Das sind alles so Dinge, die kann ich doch machen. Ich kann doch mal Sonnabend einladen zur Knoblauchparty. Naja, manche sind. Am besten dann noch mit Einlauf. Ja, noch mit Einlauf. Jeden Monat nach Vollmond macht man sich einen Knoblaucheinlauf. Und was denken Sie, was das für Gleichgewicht schafft in Ihrem Körper, auch auf parasitärer Ebene? Aber das zu essen, nimmt denn der Raucher auf mich Rücksicht? Wissen Sie, warum kann ich nicht mal ein bisschen nach Knoblauch ausdünsten? Das muss man vielleicht individuell entscheiden. Aber ich sage das hier meinen Patienten und ich habe damit überhaupt kein Problem. Das ist nicht penetrant viel, aber wenn es mal so ist, kann ich das auch vorleben, dass man da nicht irgendwie umfällt oder. Aber das sind so Dinge, die sind ganz wichtig und die sollte man vielleicht auch, dafür sind solche Bücher auch gut, mir die Dinge, die jetzt im Winter sind, dass sie mir bewusst sind, dass ich da eine Menge auch machen kann. Dann gibt es noch einen Hausarzt. Und der Hausarzt, der kann ja auch noch ein paar Sachen mal abklären. Also ich bin zum Beispiel, ich habe gestern wieder Werte gesehen, die sind einfach im Serum abgenommen. Aber Zink zum Beispiel. Zink ist so ein Multitalent. Wenn ich nicht genug Zink in meinem Körper habe, dann kann ich mich entgiften. So, dann können ganz viele Enzyme, die aber für die Entgiftung wieder wertvoll sind, nicht ablaufen. Und deshalb muss ich Zink im Vollblut messen. Und dann muss ich Zink substituieren. Da steht dann drauf, niemals mehr als 15 Milligramm. Wir substituieren manchmal bis 100, weil der Zinkwert im Keller ist. Ja, ist doch logisch, dass mir morgen irgendwas zum Problem werden muss, weil der Körper steht jeden Tag dem Leben gegenüber und muss alles irgendwo für uns jonglieren können. Und dieses Zink im Vollblut zu messen, ist dann ganz wichtig, um auch zu wissen, was muss ich jetzt vielleicht an Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen. Zink ist aber auch in vielen grünen Blattgemüse drin, was so tief dunkel ist. Oder Selen. Ne? Selen. Wer hat denn hier noch die Chance, überhaupt Selen aufzunehmen? Natürlich kann ich auch 6, 8 Paranüsse jetzt in der Weihnachtszeit essen. Aber das mache ich doch eigentlich nicht im ganzen Jahr. Und die Böden geben das überhaupt nicht mehr her. Auch nicht die Bioböden. Da kommt doch auch der saure Regen runter. Und so ist es so, das Natriumselenit, wir dosieren das dann gut manchmal auf 150 oder auf 200 Mikrogramm. Patienten, die unter einer Chemotherapie und kein Selen nehmen, das ist tödlich, weil die Leber braucht dieses hohe Selen, 300, 400 Mikrogramm, um auch schnell das wieder zu entfernen, was jetzt das Gesunde alle mit zerstört. Und so sind es Dinge, das sind ja nicht viele Werte, das sind nur erstmal zwei Werte, aber wir haben unglaublich gutes Ankurbeln der eigenen Entgiftung wieder gesehen, weil wir diese beiden Dinge nur ausgeglichen haben.
Und Aminosäuren natürlich. Wir sprachen über die Aminosäuren. Das sind die Eiweiße, die wir dazu brauchen. Und da will ich niemand jetzt zu Rate ziehen beziehungsweise zu nahe kommen, der jetzt vegan ist. Aber bitte aufpassen und auch mal ein Aminosäureprofil dann machen. Und zu schauen, bediene ich das noch oder bediene ich das nicht. Dafür sind solche Untersuchungen. Und da muss ich nicht einen riesengroßen Laborblock machen. Aber da kann ich mir schon als Allgemeinverbraucher, kann ich nächste Mal mir den Knoblauch mitnehmen und hier mal einen Sack Zwiebeln und mal eine schöne Zwiebelsuppe machen und die Zwiebel viel mehr in meinem Alltag verwenden. Das sind Kleinigkeiten, aber die sind unglaublich wertvoll. Oder das Bio-Chlorella, ich betone Bio, weil das Bio-Chlorella, das hat so viel hochwertige Aminosäuren, da brauchst du dir nur gar keine Sorgen mehr machen, etwas nicht zu machen. Das hat genug Spurenelemente, das hat genug B-Vitamine und Chlorella vielleicht gar nicht mal jeden Tag, weil ich nehme ja 10 bis 25 Stück vielleicht pro Mal, das sind so ganz kleine Presslinge, aber Tage einbauen oder mal immer ein Entgiftungswochenende zu machen, wenn ich gesund bin, weil ich im Leben bin, weil ich in einer Großstadt lebe, weil ich genauso den sauren Regen hier habe mit so viel Aluminium durch die Chemtrails. Das wäre Gleichgewicht halten und so fängt man eigentlich an. Und es macht auch Freude, umzudenken und auch vielleicht Dinge zu erleben, wo man sagt, hey, habe ich gar nicht so für mich erdacht, dass es mir auf einmal so gut geht. Ich kriege irgendwie so mehr Power und mehr Kraft. Ja, warum denn? Weil ich mein Leber entlaste. Das war es mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem Kanal findest du viele weitere informative Videos. Abonnier doch unseren Kanal, hinterlass auch gerne einen Kommentar und teile deine Erfahrungen mit diesem Thema. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mehr Infos und auch Quellenangaben findest du in unserer Infobox. Bis zum nächsten Video. Tschüss!